sind hier im Kindergarten und hier hat der Tesla früher immer 100 km/h erkannt. Zumindest ist es jetzt 50, aber hier beim Abbiegen sollte er 30 erkennen. Jetzt schauen wir mal. So, ein riesen 30er Schild und er erkennt nichts. 50. Ja, kriegt man es scharf. 50 erkennt er. Und hier ist 30. Also, so toll ist es nicht geworden.